Ja, sehr geehrter erster Kreisbeigeordneter Herr Wolfgang Kollmeier, sehr geehrter Herr Bürgermeister Norbert Altenkamp, lieber Graf Lambsdorff, lieber Reimann, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Eltern, Freunde und Verwandte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist nun der 17. Wettbewerb, der in diesem Jahr von dem Verein Mendelssohn-Wettbewerb für junge Musiker in der Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main durchgeführt wird. Seit dem Jahr 2000 schafft es Graf Lambsdorff mit seinen Mitstreitern, insbesondere natürlich auch den Mitgliedern in der Jury, immer mehr Kinder und Jugendliche, die ein Streichinstrument oder das Klavier erlernen, für diesen Wettbewerb zu begeistern und damit ihr Talent auf eine neue Stufe zu heben. Und wir haben es auch gehört, Graf Lambsdorff hat es ja gesagt, in diesem Jahr ein neuer Teilnehmerrekord. Ich hatte mir aufgeschrieben 287, es sind 289, also Tendenz geht auf Richtung 300. Graf Lambsdorff, diese Angst kann ich Ihnen nicht nehmen, dass das wirklich nächstes Jahr über die 300 hinausgeht. Das heißt ja auch viel Arbeit natürlich auch für die Mitglieder in der Jury. Ich weiß aber auch aus den vielen Gesprächen mit Ihnen, lieber Graf Lambsdorff, dass es Ihnen und auch dem Verein und dem Wettbewerb nicht um Rekorde geht, sondern letztendlich um die musikalische Qualität. Es geht darum, die Leidenschaft und die Begeisterung für die Musik, für das Instrument, sei es ein Streichinstrument oder sei es das Klavier, bei den Teilnehmern zu fördern. Und wir wissen, dass das Erlernen und Spielen eines Instrumentes sehr gut natürlich auch auf das Leben auch außerhalb der Musik vorbereitet. Dass viele üben, das dauernde Wiederholen, sich dem ständigen, strengen Blick des Musiklehrers oder der Lehrerin auszusetzen, sich hier oben auf die Bühne zu stellen und hier uns tolle Musikstücke darzubieten, all das prägt und, das zeigen neueste Forschungen aus den USA, all das hat positive Auswirkungen auf das Gehirn. Menschen, und das zeigt diese Forschung, die seit ihrer Kindheit ein Instrument spielen, können später im Leben viel besser mit Drucksituationen umgehen. Und ja, das Leben bietet zahlreiche dieser Drucksituationen, sei es in der Schule, sei es im Studium oder auch später im Beruf. Und darauf bereitet auch solch ein Musikinstrument spielen gut vor. Sie können besser ihre Hirnkapazität nutzen, sich besser konzentrieren und kommunizieren und sind auch viel seltener von den sogenannten Blackouts betroffen. Das hat man heute ja auch hier auf der Bühne schon bereits eindrucksvoll gesehen. Es ist also eine Schule, eine Vorbereitung auf das gesamte Leben, die mit diesem Wettbewerb verbunden ist. Und die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, wie viele tolle junge Musiker und Musikerinnen sich hier schon vorgestellt haben. Viele haben dann bei weiteren Wettbewerben ihr Talent bestätigen können und haben die Musik zu ihrer Profession gemacht. Jüngstes Beispiel ist ja Felix Hörter aus Friedrichsdorf, der beim bundesweiten Wettbewerb Jugend musiziert, sehr, sehr erfolgreich ist und in Würzburg an der Hochschule für Musik studiert. Für diese tolle Arbeit, die Sie, lieber Graf Lambsdorff, und Ihr gesamtes Team jedes Jahr mit hohem Engagement, mit viel Leidenschaft für die Musik, mit der Begeisterung für die jungen Musikerinnen und Musiker leisten, kann ich mich, und ich denke, ich spreche da auch im Namen aller, die hier im Saal versammelt sind, nur ganz, ganz herzlich bedanken. Ja.
Für die Taunussparkasse, die den Wettbewerb seit vielen Jahren, genau seit 2009, unterstützt, ist es eine große Freude, dabei mitwirken zu dürfen. Es ist einfach toll, alle jungen Musikerinnen und Musiker hier beim Dreisträgerwettbewerb auf der Bühne erleben zu dürfen. Das entschädigt für so manches auch etwas dafür, das muss ich jetzt mal als Sparkassenvorstand sagen, auch dafür, dass es zurzeit leider keine Zinsen mehr gibt. Und Beethoven, wir haben es eben vom Linus gehört, dieses wunderbare Stück, was er gespielt hat. Und Beethoven hat recht, als er gesagt hat, Musik ist eine höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. In diesem Sinne freue ich mich jetzt noch auf weitere tolle Stücke beim diesjährigen Preisträgerwettbewerb und Ihnen allen besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.